Luca Pfeiffer, ja, der Bann ist gebrochen, kann man sagen. 1:0 Tor für dich hier heute und ja, mit dem Kopf. Wie ist das denn möglich? Du hast doch gesagt, du kannst das gar nicht mit Kopf. Ja, vor 2-3 Wochen kam der René mal zu mir und fragt, wieso ich noch kein Kopfballtor gemacht habe. Dann hat er mir 5 Bälle hergeworfen und seitdem kann ich wohl köpfen. Ich glaube, da müssen wir René dringend von der Medienabteilung Richtung sportliche Unterstützung schicken. Ja, jetzt mal Spaß beiseite. Wie hart war das heute? Also ich meine, du bist in der 65. reingekommen, machst in der 75. das Tor. Das ist schon mal eine richtig gute Quote, aber die Vorarbeit war auch grandios, muss man auch mal sagen, ne? Ja, muss ich sagen, war ein guter Spielzug. Benny lässt den Ball durch. Ich sehe, dass Kocka zur Flanke ausholt. Schleiche mich im Rücken vom ersten Innenverteidiger weg und stehe dann blank, muss ihn nur noch einnicken. Und ja, Gott froh, 1:0 gewonnen. Ich meine, Lotte hat fast keine Torchance gehabt. Ja, deswegen denke ich, dass 1:0 durchaus verdient. Das Ende ist eben auch schon gefragt. Beschreib mal, wie hart ist das auf dem Platz, wenn du auch gegen 10 Mann spielst? Viele sagen einmal, rote Karte, jetzt gegen 10 Mann ist ja viel einfacher, aber auf dem Platz ist es ja häufig viel, viel schwerer. Ja, es ist von Anfang an klar, dass Lotte unangenehm ist und wahrscheinlich sind sie durch den Platzverweis, durch das, dass sie in Mann weniger geworden sind, noch defensiver gestanden. Da wurde es für uns natürlich noch schwerer, den Gegner zu bespielen. Es waren viele Luftduelle. Die Lotte und Rana haben die Zweikämpfe sehr gut geführt und wir wussten einfach, dass wir Geduld beweisen müssen. Das haben wir gemacht und letztlich dann 1:0 gewonnen. Und von dir sehen wir jetzt weitere Kopfballtore? Ja, ich hoffe doch. Machen wir so, Luca. Danke. Ciao.